Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Europa Universalis 4. Letztes Mal haben wir uns hier wieder großer Teile von Spanien ermächtigt. Und ich gebe mal gerade hier ein paar unserer Punkte aus, damit wir hier ein bisschen mehr, damit wir unseren Eifer quasi verbrauchen können. Wir haben halt jetzt eine riesige Überdehnung, was sich doch letzte Folge schon sehr in Revolten bemerkbar gemacht hat. Naja. Außerdem ist unsere Mannstärke halt im Keller. Also absolut im Keller. Überhaupt nicht schön. Das müssen wir eigentlich in dieser Folge ein bisschen auf jeden Fall verbessern. Okay, so. Bevor wir denn uns in den nächsten Kriege stürzen, denn wir müssen hier auf jeden Fall mal wieder... Wir brauchen halt noch 53.000 Männer, okay. Wir können auch hier gerade mal... Also normalerweise muss man das jetzt so machen. Man nimmt hier die Infanterie, wählt die aus, legt die zusammen. Beim Rest nicht. Hier wählt man die aus, wählt die Infanterie. Zack, zusammenlegen. Zack, zusammenschließen. Zusammenschließen, denn wir wollen eigentlich nur, dass sich die Infanterie zusammenlegt. Und das lohnt sich normalerweise nicht, wenn das da... Wenn die sich nicht zusammenlegt, sondern... Also, dass man die neu aushebt, lohnt sich bei der eigentlich mehr. So. Dann machen wir das doch hier gerade mal überall. Dann könnte sich das da mit dem Wert vielleicht auch mal ein bisschen ändern. Okay, das ist noch voll. Sehr schön. Keinen Verschleiß. Noch fremden, Truppen auf fremdem Territorium? Nein, okay. So, jetzt müssten wir nämlich nur noch, 9.731 Männer brauchen wir nur noch. Kongo hat Spanien den Eroberungskriegsgrund, also Eroberungskrieg erklärt sogar schon. Nicht nur den Grund, sondern sie haben es auch wirklich getan. Das ist schon irre. Mit unserer Technologiestufe aus. Alles okay. Gut. Warten wir jetzt einfach mal, bis ich hier... Ah, da wird sich schon wieder ein bisschen erholt. Böhmen möchte Militärzugang. Wir haben ja Böhmen hier absolut auseinandergerissen. Hier nun, also gibt es jetzt hier drei Drittel. Hier ist dann nochmal Böhmen. Und hier dann eigentlich der Hauptteil. Wobei die Hauptstadt ja hier liegt, ne? Oder? Nee. Ach, in Brandenburg ist inzwischen ihre Hauptstadt. Interessant. Ja. So, Moldau. Ach, Moldau brauchen wir eigentlich auch gar nicht, ne? Denn die sind ja verbündet mit dem Commonwealth. Könnte sich überlegen, ob man hier nochmal einen Krieg erklärt gegen Hessen oder so. Nebenbei diese Sachen, die hier noch eingeschlossen sind in unser Gebiet, quasi mitnimmt. Nationalistische Einstellung. Also, dieser Übersetzungsfehler. Ich kann diesen Text nicht vorlesen. Wir haben, weil da halt diese... Ja. Liest ihn euch selber durch, wenn ihr es wollt, aber ich sag euch, ihr versteht nichts. Witzburg bekommt rebellische Einstellungen. Und Mainz auch. Ja, da wird es dann ja wohl gleich Revolten geben, wenn ich das richtig sehe, oder? Nach Madrid müssen wir auch mal gerade nochmal hier die Autonomie hochstellen, glaube ich. Ja, komm, die sind mir gerade egal. Ah, wir können wieder eine Kernprovinz errichten und gleich ist schon mal eine da in Cadiz immerhin. Offiziere desertieren. Desillusioniert durch die sie wiederholten Kriege von Louis XI. Haben viele Offiziere in der Armee den Dienst quittiert und woanders neu anzufangen. Oh. Warum das denn? Wir wollen doch hier nur immer weiter wachsen. Vasalle vom Commonwealth. Verbessern wir mal unsere Beziehung mit Schweden gerade. Was soll's denn? Dänemark gehört ja auch noch zu uns. Leider ist hier ja dieses Gebiet vom Commonwealth dazwischen. Das ist ein bisschen ärgerlich.
Vasallen fühlen sich sicher. Dank der Stärke unserer Armeen und unserer großzügigen Einstellung gegenüber ihren Rechten fühlen sich unsere Vasallen unter unserem Schutz sicher. Um für die Sicherheit dieser Beziehung zu sorgen, haben sie den Tribut erhöht, den sie zu zahlen gewillt sind. Einnahmen durch Vasallen plus 10%. Sehr schön. Jungwolf, hat der Golden Horde den Krieg erklärt? Oh, dann werden sie uns jetzt gleich bestimmt wieder reinrufen, oder? Ist das die Goldene Horde? Wo ist denn die Goldene Horde überhaupt? Goldene Horde. Ah, hier. Ja, das schafft ihr auch allein, oder? Magistrat dankt ab. Magistrate sind die Sehnen der Nation und unglücklicherweise legen unsere alle ihre Ämter zurück. Sie meinen, dies sei ein Protest gegen die unablässigen Kriege. Oh, können wir mal aufhören, hier alles wegen der Kriege von mir hier zu nehmen, quasi. Und nationale Soldaten, zahlt plus 25%. Da ist wieder eine Revolte, katholische Fanatiker. Aber jetzt werden es immer mehr Kernprovinzen, jetzt haben wir auch keine gefährliche Überdehnung mehr. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, dass wir hier so viel Verschleiß kassieren, aber so ist es nun mal. So. Und jetzt scheinen wir uns hier auch langsam wieder zu erholen. Das ist doch schon mal ganz schön. Und in Bosnien sind hier auch leider ein paar Unruhestifter. Bosnische adlige Rebellen. Die werden das auch leider einnehmen, weil ich das zu spät gesehen habe, wenn ich das kritisiere. Nein, sie haben es geschafft. Goldfieber. Unsere Minenarbeiter sind auf eine massive Goldader gestoßen. Nun strömen gewaltige Geldmengen in unsere Schatzkammer. Boah, 3000 Gold. Aber es hilft uns halt nicht, weil was sollen wir mit dem ganzen Gold machen? Naja. So. Ihr seid im Krieg, ne? Was ist denn mit Neuspanien? Die sind auch im Krieg, aber auf der anderen Seite vermutlich. Könnten ja mal irgendwem sagen, Unabhängigkeit unterstützen. Wem ist denn Spanien noch? Was sind denn noch ihre Vasallen? Tupini Hinnicum. Können sie nicht machen. Warnung gegenüber Frankreich, loyale Haltung. Okay. Das können wir, glaube ich, vergessen. Wie sieht's mit Portugal aus? Was haben die denn für welche? Taraskanisches Reich. Taraskanisches Reich. Taras. Wo denn? Ah, da. Nö, würden sie auch nicht wollen, okay. Hier ist auch noch was von Spanien. Kastilisch-Peru. Von da noch. Interessant. Ja, okay. Gut. Dann bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, als hier einfach weiter zu warten. Eigentlich bringt es halt auch nichts mit denen, die Beziehungen zu verbessern, weil was soll ich damit? Nach und nach kommen jetzt endlich hier weitere Kernprovinzen. Unsere bosnischen Freunde sind bald auch bei uns. Mali hat innere Konflikte. Was haben wir denn für Missionen? Ist in Frankfurt integriert? Bosnien in euren Staat. Machen wir. Sind wir schon dabei. Wir holen natürlich hier nach und nach weitere Leute dazu. Ich habe jetzt mal hier den Alpha wieder rausgenommen. Wieder Alpha regenerieren. Stabilität ist im Moment wesentlich wichtiger als Krieg, weil wir gar keinen Krieg führen im Moment. Logischerweise. Realisierung reicht bei Weitem nicht, ne? Ja, mehr als 40 Grundsteuer. Naja, aber das ist ja auch gar nicht mein Ziel. Ich will ja eigentlich nur Spanien vertreiben und dann... So, damit ist Bosnien integriert und dann hier gegen die Osmanen vorgehen können. So, damit gehört jetzt Bosnien auch vollständig zu uns. Das ist doch schön. Oh, das ist Frankreich hier, da der Schriftzug und überall ist unser Reich schon.
Bulgarien gehört ja auch zu uns. Oder? Ja. Ist ein Vasalle von uns, okay. Wie lange haben wir denn noch Waffenstillstände eigentlich? Mit den Osmanen läuft aus 96, das ist ja schon bald. Spanien 1705, okay, das dauert noch. Also Februar 96, das ist ja schon gleich. Dann kann ich da ja schon mal meine Armeen wieder hinschicken. Wie sieht es denn mit unserem Truppenlimit überhaupt aus? 242 von 300. 45. Wir haben halt leider nicht mehr so viele Reserven. Was ich sehr, sehr schade finde. Jetzt haben wir natürlich noch ganz viel orthodoxen Glauben hier mit drin. Nehmen trotzdem erstmal hier den katholischen Glauben weg. Haben wir noch irgendwo eine Provinz, die wir. Genau, wir haben noch Überdehnung, ne? Genau. Madrid müssen wir nämlich noch koren. So, mal wieder neue Kriege. Unser Freiheitsstreben unserer Vasallen ist ganz, ganz gering. André Hercule de Fleury. Im Jahr 1653 als Sohn eines Steuereintreibers geboren, wurde André Hercule de Fleury am 23. August 1715 zum Lehrmeister des jungen Ludwigs des 15. bestellt. Die beiden fassten Vertrauen zueinander. Und dieses Vertrauen zwischen Schüler und Lehrmeister hielt an. Fleury wurde im Jahr 1726 zum Ministerpräsidenten berufen, ein Amt, das er bis zu seinem Tod 1743 innehaben sollte. Der treue und ehrliche Fleury war ein Kämpfer für den Frieden und tat alles in seiner Macht Stehende, um diesen zu erhalten. Unter seiner Regierung erlebte Frankreich die längste durchgängige Friedenszeit der letzten 3 Jahrhunderte. Ein exzellenter Minister, der aber nicht so viel Frieden in unserem Let's Play hier erleben wird. Denn ich bitte euch, wir können uns hier keinen Frieden erlauben. Wir müssen doch hier weiter gegen die Osmanen vorgehen. Die Staatsehe mit dem Commonwealth ist vorüber. Aber das werden wir wieder so machen, denke ich, wenn sie uns das anbieten. Oder wir werden es ihnen sogar anbieten. Wir wollen die langfristig an uns binden, gerne. Schon ganz gut. Können wir eigentlich mit denen eine? Nee. Apel würde ich auch ganz gerne mal wieder mal annektieren. Wir hatten hier ja schon mal Gebiete von denen, aber das haben wir ja wieder aufgegeben sozusagen. In Bayern, in Würzburg. Würzburg ist doch bestimmt hier irgendwo da. Geben wir euch ein bisschen Autonomie mehr. So, Waffenstillstand mit den Osmanen beendet. So lobe ich mir das doch. Habe ich jetzt eigentlich hier noch einen schönen Anspruch irgendwie mal? Anspruch fingieren. Das habe ich ganz vergessen, glaube ich. Mit dir, ne? Auf jeden Fall. Können wir währenddessen schon den Krieg erklären? Nein, weil einer unserer Diplomaten unterwegs ist. Schade. Mit wem seid ihr eigentlich verbündet inzwischen? Mit Tunesien, Hejaz und Medribari. Tunesien können wir dann Anspruch fingieren. Ja, können wir. Können wir nach Ketua ein? Ja, können wir. Das ist doch mal was. Dann können wir jetzt hier auch demnächst mal einfach so rüberziehen. Haha. Werden wir da mal ein paar Söldner anwerben und dann hier Tunesien mal so durchlaufen quasi. Ja, und ihr kommt da einfach mal hin. Ah, da kann auch unsere Flotte mal gerne helfen. Apropos Flotte. Wie sieht es denn mit der Flotte aus? Können wir mal hier nochmal für ein paar Tausender. Noch mal unsere Flotte verbessern, so dann wären wir bei. So würde ich sagen, ne? Dann hätten wir 106. Können wir noch einen mehr machen sogar. 110, ja. Dion gehört jetzt zu unserem Staatsgebiet, sehr schön. So, und die holen jetzt schon mal einen Teil hier rüber.
Großbritannien ein Embargo gegen uns verhängt. Das ist ja traurig. So, gegen Hejaz können wir wahrscheinlich keinen Anspruch fingieren, ne? Würde mich jedenfalls sehr, sehr irritieren, wenn das ginge. Ne, geht auch nicht. Okay, so, dann würde ich sagen, sind wir denn in der Folge, geht noch. Wir haben einen freien Beraterposten, das gefällt mir gar nicht. Wir brauchen unbedingt Dreier Generatoren, sag ich schon hier. Nein, ich meine natürlich Berater. Die sind leider nicht so das, was man sich so wünscht. Müssen wir den mal gerade nehmen. Nationale Soldatenzahl. Das gefällt mir doch deutlich besser. So, dann warten wir noch eben, bis wir 100.000er Limit haben. So. Jetzt müssen wir mal gerade schauen, wie viele... 4 dürfen wir haben. Wir haben einen. 1. Nehmen wir. Ne, 2 sind wir jetzt schon. 3. Und dann kommt hier unten einer rein. 4. Ist leider nicht ganz so stark. Ah, was soll's. So, jetzt kommst du hier mit rein. Und dann sehen wir hier gerade mal 84 Schiffe, 76 Schiffe. Das sind ganz schön viele. Aber Venedig würde mitmachen. Das Commonwealth nicht. Warum? Weil die einen Waffenstillstand haben. Wie lange habt ihr denn noch einen Waffenstillstand? 1704. So lange werde ich sicherlich nicht warten. Du musst das Ganze leider ohne das Commonwealth laufen. So. Deswegen gehen wir gerade nochmal einen Anspruch auf Tunesien gerade. Geht das ja noch? Und dann können wir nämlich den Osmanen nach den Krieg erklären. Auf Tanga. So. Okay, das sind alles Sachen, die wir nicht brauchen. Wir können natürlich hier noch Sachen bauen. Vielleicht hätten wir das mal machen sollen. Hierfür für Rekrutierungszahlen. ...92 bringt das. Und das da gerade mal hin. Boah, das ist gut. Das brauchen wir. 338. So. Wie kostet das? Also zu viel wahrscheinlich, ne? Ah, es kostet nur 10 militärische. Okay. Dann nehmen wir das doch nochmal da, wo es geht. Dauert zwar jetzt Ewigkeiten, bis das dann fertig ist, aber was soll's. So, dann geht ihr jetzt gerade mal da rein. Dann nehmen wir unsere Flotte zusammenschließen. Aber das Schlimme ist wirklich, dass wir hier dann nichts gegen diese Flotten hier immer machen können. Naja, egal. Ich würde sagen, bevor wir den Krieg erklären, werde ich jetzt erstmal die Folge hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir den Krieg erklären werden. Hier unten links könnt ihr auf die nächste Folge klicken und hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.